Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battlefield 2042. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, in der letzten Folge haben wir ordentlich Experimente mit Battlefield Portal gemacht. Und ja, das hat richtig Spaß gemacht. Heute möchte ich aber gerne mal wieder in die Zukunft und in Allied Warfare einfach eine Runde mit euch durchdrehen und ein paar Punkte machen als Sanitäter. Ich habe mal ein bisschen mir die Spezialeinheiten angeguckt. Hier dieser, betuchte Dame, würde ich fast sagen. Eigentlich hat sie doch eine gute Figur, ne? Aber graue Haare, glaube ich. Naja, ist egal. Ist die Sanitäterin. Und die hat auch so eine Sanitätspistole, mit dem wir auf Distanz Leute heilen können. Und da möchte ich heute mal ein bisschen gucken, was wir so als Sani reißen können. Waffentechnisch ist das ja völlig egal, was wir da rumschleppen. Das haben die ja hier ziemlich cool gelöst diesmal. Und wir spielen auf Manifest. In Singapur. Wichtige Information. Boah, ich habe noch nicht ein so ein Badget hier gesammelt, ne? Hör zu, es geht los. Sanitäter mit fröhliche Verschrottung als Okay. Singapur ist der Schlüssel für den weltweiten Warenverkehr, aber uns liegen Berichte vor, wonach russische Truppen in den Hafen vorrücken. Wenn sie sich eingraben, droht uns eine weltweite Schifffahrtskrise. Ihr müsst die Russen zurückschlagen. Weitere Informationen, sobald ihr gelandet seid. Singapur zählt auf euch. Singapur zählt auf mich. Ich würde dich nicht enttäuschen, Singapur. Wo ist denn meine komische Spezial... Rauchgranate? Wer will denn Rauch? Jetzt mal ohne Witz. In der Runde mal startet, ne? Dem. Ah, da ist die 3. Boah, ist aber los. Alles. Das ist schon. Bitte Ranger-Drohne an meiner Markierung. Schon 8-mal alles eingenommen, wenn ich da bin. Oh, ich bin Squad-Leader. Vergesst das! Unsere Truppen kontrollieren Sektor Echo. Kann ich Q drücken? Verbündete Einheiten haben Ziel Echo 1 gesichert. Es geht immer wieder zu. Haltet uns auf dem Laufenden. Unsere Truppen kontrollieren die meisten Sektoren. Nein, B2. Mann, ich gebe immer... Ich weiß nicht, wenn ich Q gedrückt halte, passiert nichts. Ich mache, glaube ich, zu viel. Ah, ich darf nicht immer... Ich darf hier nicht so viel bewegen. Oh Gott. Wir werden von hier aus alles überwachen. Ich übe gerade. Sicher das Ziel dort! So, richtige Befehle geben. Wir haben soeben Sektor Delta eingenommen. So, und jetzt mischen sich wahrscheinlich schon wieder alle Spieler ohne Ende. Oh, das ist ein Robbyhund. So. Ah, hier ist so eine Leiter. Nee. Wie kommst du nach oben? Aber was soll ich denn das da oben? Das ist alles so weit weg. Nimm dies. Das ist eine interessante Heilungswaffe, ne? Okay, wir haben Sektor Charlie erobert. Irgendwie fehlen mir die Gegner gerade. Jetzt wollte der ja rennen. Oh. Bleib leben, Sanitäter ist unterwegs. Ach. Lebt er jetzt noch oder nicht? Nee, der ist tot. Wer auch immer ihn getötet hat. Ah, Battlefield ist riesig einfach, ne? Das sind Riesen-Maps.
Aber Portal hat mir wirklich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Die verschiedenen Spielmodis. Einfach mal so Abwechslung zwischenzeitlich. Okay, gehen wir mal hier lang. Einige unserer Truppen kümmern sich um Bravo 1. Ja, wir sind ja auch was da, ne? Sicher das Ziel dort! Wir beobachten euren Fortschritt. Hier laufen bestimmt schon Gegner rum und gleich mal ist der Britt tot. Sie sterben da alle vor sich hin. Alter, was ist das für ein Weg? Ich bin seit einer halben Stunde nur am Rumlaufen. Ja, hier geht's langsam rund. Okay, ich kann schnell sanieren. Das wird zum Versprochen. Feindliche Kämpfer kontrollieren Sektor Alpha. Sektor Alpha. Boah. Wie gehe ich so einfach zu orientieren gerade? Ist der denn noch Heilung komplett? Ist das schon geil? Heilung. Ich lade nach! Werfe eine Granate! Einfach werfen, machen. Saubere Punkte. Schwächen wir sie. Wir müssen nur zusammenhalten. Sektor Bravo gesichert. Gute Arbeit. Der Großteil der Sektoren ist in unserer Hand. Sicher das Ziel dort. Wie kommen wir schon da? Truppführer. Das ist sehr unübersichtlich hier, ey. Oh, schreck mich doch nicht so. Alter. Wenn man überlegt, dass da überall einer sein kann, ne? Eines unserer Ziele wurde angegriffen. Da fährt ein Panzer. Willst du nicht nach? Spider-Man. Schon wieder neu befehlen? Los! Angreifen! Augen offen halten! Halt da. Da. Das ist auch da. So. Bravo 1 wird angegriffen! Was? Ach, die haben schon die schnellere. Den hab ich auch gut runtergeputzt und jetzt ist er down! Ordenstruppe unterhalten. Na? Hilft keiner Omi? Keiner hilft Omi. Boah, ich hätte jetzt lieber den Jet. Nicht den Jet, den. Schrauber. Delta. War keine mehr drin, aber ich habe was zerstört und krieg trotzdem Punkte.
Das war mein erfolgreichster Flug aller Zeiten. Welt? Boah, man erkennt gar nichts, ey. Das ist einfach so Kuddelmuddel da unten. Wow. Ich bin der geräuschlose Jet. Echo-Ziele sicher. Sektor unter Kontrolle. Das ist nichts Gegnerisches in der Luft, das sich lohnt anzugreifen. Für die Vögel. Einzige Gefahr, die ich gerade habe. Böse, böse Vögel. Alliierte nehmen Ziel Delta 1 unter Beschuss. Norpack, zurück in den Kampf. Ja, ich bin ja unterwegs. Na, haben wir irgendwas Gegnerisches in der Luft? Da hinten. Schubschrapp. Versorgungsabwurf bereit. Endlich Sektoren sichern. Feind hat Mehrheitskontrolle. Ich habe irgendwas getroffen, aber der ist abgesprungen. Komm da gedüst. Feindliche Kampfverbände attackieren eines unserer Ziele. Da ist ein kleiner. Nö, ist gar kein kleiner. Da sind boah, zwei. Komm, mach doch. Sektor Echo gehört jetzt uns. 10 Punkte. Nachbrenner an. Der fliegende Sanitäter. Sehr leise. Das ist halt ein Stealth-Jet. Noch haben wir Zeit, aber unsere Truppen bezahlen einen hohen Preis. Ui, das war... Was? Ich muss abspringen. Wenn wir sie nicht aufhalten, nehmen sie jeden Sektor ein. Das war nicht gut. Wieso? Nimm doch nicht alle Sektoren ein. Wir sind voll gut. Oh, ach, so schnell? Na, vielleicht schafft er das ja und kann mich retzen. Spawnst du eine Sekunde und bist sofort down. Echo vollständig gesichert. Der ist weg. Schade. Ich brauche keine Hilfe. Alpha 1 wird angegriffen. Ich bin die Hilfe. Oh. Sie haben etwa 50% ihrer Ressourcen verbraucht. Ach, nur Aufklärer. Sie dann tötet, wenn es dann überhaupt fährt. Aua. Ach, so ein Scheiß. Na, er fliegt aber auch mit 0,02 km/h. Du hast einen gigantischen Fallschirm an der Backe. Ich bin wieder aus dem Spiel soundmäßig raus. Was kann ich denn damit? Sehr da unten irgendwas. Geh. Irgendwas kann geh. Ne, wo sieht denn auch immer her? Sektor Delta ist an den Feind gefallen. Hä? Eine Abwehr, ne? Ich hab den Fallschirm gedrückt. Suizid hier, ey. Wir entsnipen.
Sämtliche Sektoren sichern. Feind hat Mehrheitskontrolle. Ich kann nicht Befehle geben. Egal, irgendwas. Los! Angriff! Seid vorsichtig da draußen. Vergesst es! Alliierte Truppen halten jetzt Sektor Delta. Mittlerweile meine ich, dass Maschinengewehre echt bessere Waffen sind hier im Spiel. Wenn man damit einfach Kills hinkriegt. Kommt mir nicht zu nah! Muss ich selbst choppen können, das wäre doch auch mal was, ne? LMGs, Schrotflinte bin ich gar kein Fan von und das ist ja die, die wir freigeschaltet haben. Gefallen. Die meisten Sektoren sind jetzt unter unserer Kontrolle. Auch immer so fucking weit. Was? Ich hab einen Granatenkill. Muss auch drücken. Boah. Unsere Truppen haben Sektor Charlie erobert. Zurück. Kommt mir nicht zu nah. Kommt mir nicht zu nahe. Alle die Sprüche, bitte, bitte überarbeite die nochmal. Das ist ja ganz scheußlich. Boah, hier so ein Gunship ist echt geil, wenn du eine Waffe kriegst. Und nicht einfach nur, ja. Und die nicht nur einer als Transportmittel nutzt. Wow, fliegt doch nicht so schief, Mann. Da. Boah, zappelt der. Sektor Echo unter Feindkontrolle. Ach. Alter, der fliegt nur zickzack. Wow, jetzt fliegt auf den Kopf. Sind wir gleich tot? Hilfe! Wir müssen mehr Gegner markieren, Mann. Also kannst du überhaupt nichts machen. Das ist ja noch nie geflogen. Boah, mir wird ganz schwindelig, ey. 200 Meter plus. Wo ist er denn? Was macht der denn da? Was soll denn da so ein blöder Flug sein? Oh, flieg da hin. Oh, och. Ich springe ab. Du hast das Kampfgebiet verlassen. Wir brauchen dich hier. Ich bin so hochgezogen. Ich will A1. Wir holen uns das Ziel dort. Ah, fuck you, ey. Ich kann mich selbst anschießen oder was? Mann. Das Zoom ist schon fast zu stark wieder. Schlecht. Bring den Hund rein. Ja, bitte Ranger an der Markierung. Da hätte ich mal ein bisschen entspannt bleiben können, ne? Da ist keine Sau in der Nähe.
Unsere Schlagkraft hat sich in jeder Hinsicht halbiert. Gegner haben Sektor Delta besetzt. Oh Gott, hier oben? Warum hier oben? Wenn wir sie nicht aufhalten, nehmen sie jeden Sektor ein. Blitzergranate für sie! Gesund bleiben! Gesund bleiben! Ich soll sie hier nicht hängen. Obwohl, er kann mich nicht retten. Wann das? Das war doch gerade von irgendeiner erhöhten Position. Die sehe ich nicht mehr. Wir müssen endlich Sektoren sichern. Feind hat Mehrheitskontrolle. Nimm diese Sanitätsvorräte! Geht immer weg. Seht euch um und markiert Ziele. Gar nicht so einfach hier, ey Mann. Überblick zu bekommen. Wir werden von hier aus alles überwachen. Help me, please! Team, einer! Ich bin schon da! Secure the zone! Die werden viel zu weit markiert angezeigt, da. Das ist 8000 Kilometer weg. Wenn wir sie nicht aufhalten, nehmen sie jeden Sektor ein. Vergesst das! Wir haben Sektor Charlie besetzt. Action, Action, Pop Action. Ach, B1 ist ja ganz oben. Ich dachte, das wäre hier. Oh. Ernsthaft? Ernsthaft? Aber kommt auch richtig schwer zum Wiederbeleben, ehrlich gesagt. Ah, das kann doch nicht sein, Alter. Wie schnell stirbt man denn hier? Ja, ist gut, ich hab's gesehen. Eines unserer Ziele wurde angegriffen. So, wir machen dieses Spider-Man. Bleib zurück! Lange halten sie nicht mehr durch. Ist hier gleich zu Ende. Und ich werde sofort wieder erschossen. Ich spüre es doch schon. Ja. Wir haben Sektor Charlie erobert. Granate ist unterwegs! Da kein Teamkill. Kerl, ist das schwer, hier einen Befehl zu geben. Greift das Ziel dort an! Augen offen halten! Medikit! Alliierte Verbände kontrollieren Bravo 1. Unsere Truppen kontrollieren die meisten Sektoren. Oh. Haltet diese Sektoren. Ey, das ist doch nicht normal! Ich hab ihn ja sogar gesehen. Na, wir haben gewonnen. Gut
Gute Arbeit, Nopads. Das war ein höllischer Kampf. Eroberung 1, Kills, das ist Wiederbeleben 5. Das war nicht schlecht, oder? Da freut er sich. Bitte, das ist zu einfach. War's das? Bin bereit für Runde 2. Ach, Granatenkills, einer. Yeah! Das ist der erste Runde des Tages, also müssen wir eigentlich Points kriegen. Ja, erstes Match 10.000. Schön. Boah, guck mal, wie viele wir noch für Level 18 brauchen. Heftig. Extrem heftig. Oh, wir haben eine neue Pistole freigeschaltet. Die habe ich noch nicht geschnallt, weil die zwei Magazine hat. Aber die nehmen wir doch gerne mit. Nicht wahr? Gehen wir an die Arbeit. Ach so. Wir müssen einfach nur warten. Ach, die kann heilen oder was? Ah ne, das sind Plus. Einfach nur. Wir haben ja noch nichts freigeschaltet für. Logisch. Boah, was kommt als nächstes? 18. Eine MP. 21 hat doofe Schrotflinte. 24 das Scharfschützengewehr. Und 8 Jahre Intro. Und ja, man levelt auch Waffen. Habe ich in den Kommentaren auch gelesen. Deswegen kriegt man ja auch die verschiedenen Visiere freigeschaltet. Adlerauge. Boah, ey, was die alle schon haben hier, ey. Ich bin ja Noob mit Level 17 hier. Einen Monat später. Und entschlossen. One month later. Unseren Informationen zufolge schießen die USA nicht nur Satelliten in den Orbit, sondern auch einen Waffenprototypen. Die Startrampe befindet sich hier in Französisch-Guyana. Schießen wieder gar nichts im Orbit. Unsere Mission lautet, in die Anlage einzudringen und zu verhindern, dass die Amerikaner sie einnehmen. Die Mission lautet, erstmal 8 Jahre zu latschen. Widerstand, denn sie graben sich ein. Aber das kennen wir ja schon. Sein Tisch ist ganz cool, aber wir sind ja schon mit einer Pistole ausgerüstet. Funk, Feuer. Also Panzerabwehr ist immer was Feines. Ich will eigentlich gar nicht spawnen. Irgendein Fahrzeug spawnen. Bam, 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 bam. Mist. Latschen angesagt. Schneller als ich? Keine Pistole hier. Sieht komisch aus. Ah, viel Munition, oder so viel Magazin. Beginnen mit Angriff auf Ziel Alpha 1. Ja, weil die Fahrzeuge schon seit einer Woche da sind. Mit einer Panzerfaust als mit sowas hier. Autsch. Ah, die Orbital Map mag ich gern. Fa-
Fahrzeuge. Oh, diese ganzen Schritte, die man immer hört, ne? Natürlich machen eigene Truppen auch Geräusche, ist ja klar. Sektor Bravo vollständig gesichert. Auf immer da ballert. Ich brauche keine Befehle geben, ich bin kein Squad Leader. In der Senke. Was kann man denn haben? Was? Was? Was hat... Danke. Vielen, vielen Dank. Sie haben Sektor Charlie komplett eingenommen. Ich schieße einfach gerne aufs Dach. Ich glaube, diesmal kriegen wir auf den Sack. Oh. Boah. Das hat er aber mitbekommen. Das Rauschen. Zu hoch. Die schießen einfach modern verdammt lange geradeaus, die Patronen, anstatt... Dass so eine V1 da angeflogen kommt. So schnell. Wir haben die Kontrolle über ein Ziel verloren. Ist mir viel zu still hier. Keine Sau guckt. Feindliche Kampfverbände haben Sektor Alpha erobert. Verbündete Kräfte unterwegs zu Alpha 1. Bleib mal ganz still kurz. Tötet mich. Ich habe keine Chance. Keine Chance. Wir haben volle Kontrolle über Sektor Echo. Boah, Wingsuit Man. Was? Die lädt nach? Da stand doch 42 Schuss. Wie sollte der nachgeladen jetzt? Wie lautet unser Status? Scheiße. Hoheitskräfte sind im Vorteil. Timmy verkackt massiv. Mehr Ziele sichern. Schlechtester Sanitäter aller Zeiten. Verhindert, dass die US-Truppen alle Sektoren erobern. Das Dach ist natürlich jetzt leer. So hoch, ich sehe gar nichts. Was ist ein Vogel? Hahaha.
das Fahrzeug. Kann ich ja hier auch anvisieren? Nicht ausweichbar. Sie haben die Kontrolle über Sektor Echo. Was ist das denn? Hä? Ich habe sogar Flares geschossen. Ach gut, der hat mich mit einer normalen Bordmaschine rausgeschossen. Okay, wir sollten was anderes ausprobieren. Da fliegt er mit der Drohne rum. Mal entspannt bleiben, nicht so viel bewegen. Geht aber nicht anders. Feindeinheit! Feindlicher Panzi! Wir haben Sektor Charlie komplett eingenommen. Hä? Das ist fies, ne? Was macht denn die Hölle los? Das sieht mich. Das sieht mich sofort. Vorne gelatscht. Ah, was frei. Oh, wir haben Waffenbadge endlich. Lade jetzt nach. Das wird eingenommen. Wir haben die Kontrolle über Sektor Bravo. Aber in den Bergen sind sie auch. Wir haben schwere Verluste. Truppenstärke halbiert. Viel am Boden. Wir dürfen sie nicht gewinnen lassen. Ist 8 Kilometer weg. Na, jetzt kommen so kleine Erfolge, die tun ganz gut. Aber angeschlagen. Verhindert, dass die US-Truppen alle Sektoren erobern. Boah, das wäre so schön. Okay. Eine doofe Rakete haben die wieder am Start. Echo 1 ist unser nächstes Ziel. Nicht lange gelebt, der Arme. Und das ist ja so peinlich geworden. Ich lade gerade nach. Der hat 1000 Pünktchen gemacht. E wird eingenommen, E1. Sie haben Sektor Charlie komplett eingenommen. Charlie? Ich finde zu weit aus meinem Gebüsch. Ich mag mein Gebüsch. Das ist ein wunderschönes Gebüsch um. Von wo? Von wo? Alles gut bei dir? Wo bist du denn? Super kranker. Nur noch eine Handvoll Sektoren übrig. Wir kontrollieren den Großteil des Gebiets. Boah. Der war Aua gemacht. US-Truppen haben Sektor Echo komplett übernommen. Angriff auf Echo 1 eingeleitet. Was heißt das, Blaue dann? Oh. In der... Wo ist er denn hin dann? Da oben, ne?
die Campingstelle. Hallo? Oh, das schaffe ich nicht, das Busch weg im Weg. Ich will es auch ungern hochrutschen. Da oben ist ja was los. Wieder E eingenommen. Ich schneide mir wieder E ein. Jetzt rutsche ich mal hoch. Ich muss einmal hochrutschen. Also Pistole schnalle ich nicht. Damage scheint gut zu sein. Ich glaube, der Kollege hat das gerade erledigt. Aber der blieb da liegen. Bleib zurück! Bis jetzt gefallen mir die Punkte, die ich gesammelt habe, ganz gut. Wie kann der gekämpft sein? Der liegt da nur rum. Der steuert die Drohne, ne? Und klettert die ganze Zeit auf. Granate unterwegs! Ziel verloren. Wir müssen es wieder unter Kontrolle bringen. Oh, das war gar nicht der, den ich anvisiert habe. Verhindert, dass die US-Truppen alle Sektoren erobern. Boah. Hast du die Laterne erwischt? Unsere Truppen rücken zu Delta 2 vor. Kann ich nicht heilen? Ich verstehe diese Pistole nicht. Wir haben die volle Kontrolle über Sektor Foxtrot. Aber wir machen Assists und das ist gut so. Das ist mir besser als gar nichts. Kein Kontakt! Mach sie fertig! Dass sie das mitkriegen, ne? Ärgerlich. Startet die gleich. Fühlt sich so an, ne? Auch mal, das sind einfach nur Luckshots. US-Streitkräfte bei 50%. Weißt du geil, wo die da mal landen? Feindliche Kampfverbände haben Sektor Alpha erobert. Dass die US-Truppen alle Sektoren erobern. Hä? Hätte ich aber haben müssen. Nach meiner Berechnung. Meine Berechnung. Dann verteidige ich mal eure Rakete. Da. Aufklärungsordensband. Ziele gesichert. Sektor Alpha unter Kontrolle. Schon wieder 1000 Punkte da. Geil. Und die erste Drohne, die ich den Putt gemacht habe. Aber erobern mache ich irgendwie nie, ne? Jetzt ist das immer schwierig. US-Truppen attackieren Echo 1. Und da oben. Attenzione, attenzione. Rakete startet wieder mal nicht.
dieses Dach, dass sie das immer haben wollen, ne? Ich muss mal hier mal meine... Trifft er eh nicht. Spider-Man, Spider-Man, die ganze Map sieht Spider-Man. Bis der ganz oben ist oder liegen ganz viele rum. Krieg ich das mal. Nix hier. Alter, ist ja alles voll. Ist gut, die kann ich wiederbeleben, wenn sie sterben. Das ist eine Drohne, da ist wieder eine. Aber die sind wieselflink. Keine Angst, ich bin Sunny. Ich erstmal selber heilen. Und dies. So geht das okay. Sektor Delta wurde von feindlichen Kampfverbänden eingenommen. Entschuldigung. Oh, du brauchst auch noch eine. Ja, Bruder, geh um! Ignoriert mein Signal! Ich hab irgendein Signal gegeben. Ich kümmere mich um die Verbundeten! Boah, schon wieder ein Truppband. 170 Grad! Weit weg! Wäre einer hochgerutscht hier, wette ich mit euch. Ja, was ab, wir haben Sektor Foxtrot eingenommen. Ein Ziel wird belagert. Achso, das ist der gar nicht. Wir kontrollieren die meisten Sektoren. Gegen den einen Sniper hast du keine Schnitte. Der sitzt irgendwo, ich weiß nicht wo. Hervorragend eingeschossen auf uns. Oh. Ich fülle ein Punkt. Attention. Anomalie climatique détectée. Protocole de sécurité. Das ist so schön lahm und ich lade wieder 8 Jahre nach. Attention. Anomalie climatique détectée. Protocole de sécurité engagé. Kommando ignorieren. Jetzt gut die Entfernung einschätzen. Attention. Ups. Markierung gesetzt. Ist ein ziemlich weiter Weg. Unsere Ressourcen sind knapp. Setz sie weiter ein. Guck mal jetzt. US-Truppen greifen alle unsere Ziele an. Nachladen. Ach, da kommt da so ein Stürmchen. Attention. Was? Oh. Also geht das weit. Ist natürlich direkt hinter einem ein. Logen. Aber gut. Bist jetzt zufrieden. Besser bin ich halt nicht. Nur noch eine Handvoll Sektoren übrig. Wir kontrollieren den Großteil des Gebiets. Eines unserer Ziele steht unter Beschuss. Hä? Ich kann das noch nicht. Das Dach. Zu lahm, so eine Rakete, Mann. Unsere Streitkräfte haben Delta 1 verloren. Boah,
Wir haben Sektor Delta komplett eingenommen. Feinde haben Delta 1 erobert. Aua. Ach, bam, bam, tot. Wieder mal null Chancen. Wiederbelebt, kam mir viel mehr vor. Wow, knappe Runde. Seid nicht traurig. Manchmal läuft es eben nicht optimal. Sagenhaft. Lief gar nicht schlecht, aber ich will nicht angeben. Klar, Sniper macht ja viele Assists, ne? Das bin ich. Ja. Nicht schlecht. Nicht gut, aber auch nicht schlecht. Schon wieder dauert das lange. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis dann.